Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich eine ganz besonders tolle Karte für euch. Zeige ich einmal diese Variante hier. Das ist nämlich eine Zauberkarte. Wenn man die hier öffnet. Hat man diesen tollen Effekt. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ich habe die Karte gesehen bei einer anderen YouTuberin, aber das war in Englisch und die Maße waren alle in Inch und haben auch nicht ganz auf ein A4-Papier gepasst. Das heißt, man hat aus einem DIN A4-Papier nur eine Karte rausbekommen und ich habe das jetzt ein bisschen umgewandelt, dass man zwei Karten rausbekommt und ich sage euch auch die Zentimeterangaben und mach's natürlich auf Deutsch. Genau. Und jetzt seht ihr die Karte, die wir heute machen. Und zwar wollte ich unbedingt das Stempelset, das Gelbe vom Ei, verwenden. Und die funktioniert so. Viel Glück. Finde ich total süß. Genau. Und wie die funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich lasse das mal kurz unten, weil ich zeige euch da bestimmt noch mehr dazu. Und ich zeige euch am Ende vom Video noch ganz viele Karten, die so ähnlich sind. Mit anderen Papieren, mit anderen Verzierungen. Also bleibt dran, es rentiert sich auf jeden Fall. So. Für diese Karte braucht ihr relativ viel Papier. Wir haben hier einmal Seidenglanz in den Maßen 21 cm mal 14 cm. Also genau die Breite von dem DIN A4-Papier und ihr bekommt zwei Karten aus einem A4-Papier raus. Und ich habe hier Seidenglanz verwendet, weil einerseits ist das Papier total schön, das glänzt ganz leicht, wenn man es anschaut. Ich glaube, das kommt leider in der Kamera nicht so gut rüber, aber wenn ihr das zu Hause habt, dann seht ihr das ja. Und das zweite, warum ich das verwende, ist, weil ich heute in dem Video mit den Aquapaintern male, nämlich die Hühner. Und da braucht man entweder Seidenglanz oder Aquarellpapier. Auf Flüsterweiß wird es nichts, das wälzt sich dann oder verschmiert ein bisschen. Genau, deswegen Seidenglanz. Dann haben wir ein Stück in Farngrün in den Maßen 14 cm mal 7 cm und ein Designerpapier in den Maßen 13,5 cm mal 6,5 cm. Das habe ich hier einfach schon aufgeklebt. Dann sieht das so aus. Und das ist aus dem Designer-Block Stille Natur. Und es gibt da auch noch solche Punkte. Also ganz viele schöne Papiere in dem Block. Und ich finde, diese beiden passen da super zu diesen Karten dazu. Dann habe ich hier nochmal ein Stück Farngrün. Das ist jetzt einfach die Länge von dem DIN A4-Papier, 29,7. Und die Breite sind 2 cm. Das ist dann nachher für die Banderole außenrum. Dann habe ich zwei Papiere in Flüsterweiß in den Maßen 10 cm mal 9 cm. Zwei Stück. Zwei Restpapierstücke in Farngrün. Eins muss relativ groß sein. Und noch ein Reststück in Flüsterweiß. Und dann habe ich schon vorgearbeitet. Ich lege das mal auf den grünen Hintergrund, dann sieht man es besser. Dieses schöne Etikett. Da habe ich schon das Viel Glück drauf gestempelt. Ich zeige euch mal schnell das Etikett, wo das her ist. Und zwar ist das aus dem Ein Haus für alle Fälle. Das hier oben. Und wie gesagt, das Viel Glück habe ich schon drauf gestempelt. Zeige ich euch jetzt mal das Stempelset. Das ist das Gelbe vom Ei von der aktuellen Celebration. Ihr könnt dieses Stempelset bekommen, wenn ihr einen Bestellwert von 60 Euro erreicht und euch dieses Set aussucht. Und es ist wirklich total süß. Ich habe hier jetzt einiges verwendet und zwar einmal diese Henne hier unten für außen. Das Viel Glück habe ich ja gerade
erklärt, habt ihr ja gerade gesehen. Dann haben wir hier diese voll witzige Hände für innen. Diesen Kopf, den muss man einfach in Szene setzen, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich hier nicht von der Stange und nur für dich verwendet. Und dieses kleine Ei noch. Also es ist ein voll schönes Stempelset, witzig und passt jetzt auch ein bisschen zu Ostern, finde ich. Kann man auf jeden Fall einiges damit anstellen. Und dann benutze ich noch einige Teile aus den lagenweise Kreisen. Ich habe die mir jetzt schon raussortiert, was ich alles brauche. Und zwar brauchen wir diese ganzen Teile hier. Einmal ist das ein relativ großer Kreis. Der passt genau auf unser Designerpapier von der Größe. Und den darüber eine Nummer größer Wellenkreis. Diese beiden habe ich mir rausgesucht. Und dann haben wir noch für außen, für die Banderole, einen kleineren Kreis und eine Nummer größer. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wie viel größer der ist. Müsst ihr euch einfach zusammensuchen, mal ausprobieren. Das ist auch ein super gutes Set. Kann man wirklich für alles Mögliche gebrauchen. Und man hat alles in einer Packung. Okay. Dann fangen wir an mit unserer Grundkarte. Dafür brauchen wir jetzt den Papierschneider. Und wir legen uns das ein an der langen Kante bei 5 und falzen es bei 5,3 cm. Und dann ziehe ich mir das einfach einmal komplett rum und nochmal bei 5,3 cm. Falzen immer mit der hellen Klinge. Okay. Jetzt drehe ich mir das so rum und lege mir die beiden nochmal aneinander, die beiden Kanten, hier so, und falze mir mit dem Falzbein das nochmal ein bisschen nach. So, dass die Kanten in der Mitte wirklich schön aneinander anschließen. Als nächstes könnt ihr euch einfach das Designerpapier auf eure farbengrünes Papier kleben. Das habe ich ja schon gemacht. Und dann brauchen wir die Big Shot und stanzen uns unsere ganzen Kreise mal aus. So. Ich hole mir die Big Shot wieder her. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Ihr wisst ja inzwischen schon, wie der Aufbau ist von der Big Shot. Und zwar die Nummer 2 ist oben, weil wir heute stanzen. Darauf wieder eine Acrylplatte. Die sieht sehr mitgenommen aus, aber das macht nichts. Also man kann die ganz lange verwenden, auch wenn die, wie bei mir, sehr viel verwendet wird. Dann legen wir unser Papier drauf. Ich gucke jetzt mal, was alles Platz hat. Also den kleinen Kreis, den stanzen wir uns aus in Flüsterweiß. Für unser Innenteil nehmen wir den größeren Kreis. Und ich positioniere das eigentlich ziemlich mittig und gucke auch, dass die Ränder hier rechts und links einigermaßen gleich sind. Und dann machen wir noch den Wellenkreis mit dem anderen Stück Farngrün. Darüber kommt nochmal eine Acrylplatte und dann wird das Ganze einmal durchgekoppelt durch unsere Big Shot. Es knackst, das ist ganz normal, da muss man sich nichts denken. Ich kurbel es einmal vor und zurück, weil ich wenig Platz habe, aber einmal würde auch reichen. Und ihr seht, ihr könnt auch zwei Papiere damit ausstanzen. Das geht durch zwei Papiere durch. Ich zeige euch nachher noch eine Variante. Wenn man keine Big Shot hat, dann kann man die Karte natürlich auch basteln. Und dann haben wir noch ein anderes Stück. Das größere Stück in Farngrün. Da lege ich mir jetzt den ganz großen Wellenkreis auf und den, wo wir eben gerade verwendet haben,
lege ich mir so innen rein, dass ich dann einfach nur die Bordüre ausstanze. Ihr seht es gleich. Einmal aufgekurbelt. Ja. So soll es aussehen. Genau, das brauchen wir. Und dann kann die Big Shot wieder weg. Jetzt klebe ich mir hier die Bordüre, diesen Rahmen einfach auf mein Designerpapier auf und lege mir da nur ein Schmierblatt drunter, weil ich das einfach mit dem Snail mache oder so. Drübergehe. Als nächstes brauchen wir nochmal unseren Papierschneider und die beiden Flüsterweißstücke, die ich am Anfang schon gezeigt habe. Und wir legen die jetzt an der langen Kante, also an den 10 cm, hier ein, bei einem Zentimeter, hier auf dieser Seite anlegen und falzen uns einen Zentimeter. Das ist das Erste, was wir machen mit beiden Papieren. Also bei der 10 cm Länge anlegen, hier bei einem Zentimeter und einmal falzen. Und dann ist es ja so, das Papier hat 9 cm in der Breite, das heißt die Hälfte davon ist 4,5. Ich lege mir das jetzt hier bei 4,5 cm an. So. Und dann brauche ich auch noch die Hälfte von diesem Papier, von der Größe, und zwar von ganz oben fange ich an, also 5,1 cm. Das heißt, ich gehe mit meiner Klinge, mit der Nase hier, bei 5,1 cm mache ich mir einen Punkt, meine Markierung. Ich hoffe, ihr seht es. Und so mache ich mit dem anderen Papier auch. Ich lege es wieder an bei 4,5 cm. Und mit der Klinge bei 5,1 cm machen wir eine Markierung. Dann nehmt ihr euch einfach eine Schere und schneidet von der äußeren Ecke bis zu eurer Markierung auf beiden Seiten diese Ecke aus. Damit hier solche Fähnchen entstehen. Ich lege jetzt da mal was Dunkleres drunter, damit ihr das besser sehen könnt. Also hier ist meine Markierung und ich schneide mir hier von außen genau bis zu dieser Markierung hin. Wenn nicht so schön geschnitten, schneide ich nochmal nach. Dann habt ihr zwei Fähnchen. Die sollten einigermaßen gerade sein. Bei mir ist es nicht so gerade. Aber ich kann das jetzt hier nochmal nachschneiden. Ich muss dann nur näher ans Projekt gehen. Ich sehe das von so weit irgendwie nicht richtig. Genau, ich habe es mir jetzt so nachgeschnitten, dass sie einigermaßen gleich ausschauen. Und das sind nachher die beiden Fähnchen, die unser Projekt aufmachen. Herzeigen. Okay. Und das backen wir jetzt auch gleich ein. Ihr habt euch das hier jetzt nachgefalzt. Und dann bringen wir hier die Klebestreifen auf. Und zwar wird das so hier reingeklebt. Das ist natürlich weiß und ich hoffe, ihr seht es trotzdem. Also so wird es hinten geklebt auf das Papier.
zumindest. Ich zeige euch das jetzt nochmal an der Karte, weil das ist dunkler. Nochmal erkennt es da. Also hier sieht man, wie das festgeklebt ist. Ich nehme hier einfach das Klebepapier. Ja, natürlich. Ich nehme hier einfach die Klebestreifen, das Abreißklebeband. Ihr könnt es einfach ankleben. Es hebt sehr gut und könnt es euch am Ende abreißen, genau auf die Länge, wo ihr haben wollt. Genau. Und jetzt positionieren wir uns das in der Mitte, also nach oben und unten. Ungefähr gucken, dass man den gleichen Abstand hat. Mach mir den Klebestreifen ab und schließe dann einfach die Karte. Dann klebt es schon richtig dran. Und wenn ihr die Karte öffnet, bewegt sich das schon bitte. Dann seht ihr schon, wie das funktioniert. Und bei der anderen Seite machen wir es genauso. Erstmal den Klebestreifen abziehen. Und dann legt ihr euch das schön an die Kante hinten, an die obere Kante. Und so, dass sich die Papiere, dass die schön übereinander liegen, unten und oben. Und dann klappt ihr euch einfach die Karte wieder zu. Und schon habt ihr den Mechanismus. Wenn ihr die Karte schließt, wenn ihr sie aufmacht, öffnet sich hier euer Fenster. Und wir möchten jetzt genau da rein unser Hähnchen stempeln, dass wir das schön anmalen können. Und dazu male ich mir einfach die Ränder ein bisschen mit Bleistift an, dass ich weiß, wo ich ungefähr bin, weiß, wo ich stempeln kann. Das ist jetzt nicht sehr schön, aber es tut's. Wir wissen ja, was wir damit machen wollen und das wird nachher natürlich wieder wegrasiert. Dann nehme ich mein kleines Küken, mein Dockel. Und ich habe den jetzt in der Originalkarte in braun, also in Schokobraun drauf gestempelt. Den hier außen auch. Das hat den Grund, dass man, wenn man das nass macht, dann die Farbe noch ein bisschen dabei hat, die Schokobraun. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr den nur ausmalen wollt, dann solltet ihr eine wasserfeste Tinte nehmen, zum Beispiel die Stands-on-Tinte, kann man da gut nehmen. Aber ich möchte den Effekt haben für mein Huhn und deswegen mache ich das in Schokobraun. Wer sich wundert, wir brauchen keine Stempelunterlage, weil wir heute keine Klarsichtstempel haben, sondern Gummistempel. Da braucht man keine Stempelunterlage. Ich habe jetzt einfach mein Gockerle da reingestempelt. Und natürlich ist genau in dem Moment wieder die Kamera ausgegangen. Okay, so, unser Gockel ist hier drin. Und wir möchten den jetzt natürlich ausmalen. Ich zeige euch jetzt mal die ganzen Farben, die ich benutzt habe. Jede Menge. Wir haben hier einmal Osterglocke, Kürbisgelb, Calypso, Mandarinorange und Savanne. Und wenn ich mit den Aquapaintern was ausmale, dann drücke ich mir das Stempelkissen so zusammen. Und wenn man das dann aufmacht, hat man hier hinten die Farbe von dem Stempelkissen dran. Und das brauchen wir. So kann man die verwenden für unsere Aquapainter. Also ihr seht, die beiden Aquapainter, die es gibt, die haben zwei verschiedene Spitzen. Einmal eine bisschen dickere Spitze und länger und einmal eine kürzere, dünnere. Welche ihr verwendet, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich benutze jetzt in dem Fall die dünnere Spitze, weil man da die kleinen Feinheiten ein bisschen besser ausmalen kann. Und die Aquapainter, die haben einfach hinten so einen Wassertank dran. Den füllt ihr mit ganz normalem Leitungswasser auf und könnt dann, wenn ihr ein bisschen mit Druck arbeitet, hier hinten, könnt ihr mehr Wasser rein, vorne rauskommen lassen oder weniger.
Und ihr könnt auch diese zwei Pinsel immer verwenden. Legt euch einfach nur ein Schmierpapier oder ein Zebra nebenhin, wo ihr das auch wieder abmalen könnt, die Farbe. Ich zeige euch das jetzt einfach. Ich nehme jetzt zuerst mal Savanne. Ihr müsst in diesem Fall nicht das ganze Hühnchen ausmalen. Ein bisschen reicht schon. Und dann streiche ich mir das hier. Ich weiß nicht, ob das noch ein Bild ist. Ich lege es mal hier mehr ins Bild. Einfach den Pinsel so aus mit der Spitze, bis keine Farbe mehr rauskommt. Und schon kann ich ihn für die nächste Farbe verwenden. Nehme ich mal Calypso. Und streiche mir das danach wieder aus, bis keine Farbe mehr rauskommt und kann den gleich wieder in die nächste Farbe verwenden. Ihr könnt damit auch Schattierungen machen. Bisschen heller werden, bisschen dunkler werden, die Farbe ein bisschen auslaufen lassen. Also da könnt ihr euch richtig malerisch austoben. Ihr müsst jetzt nicht das ganze Huhn anmalen, ich wollte es euch nur ein bisschen zeigen. Ich lasse jetzt die Zeit ein bisschen spulen. Ich benutze alle Farben, Kürbisgelb und Osterglocke, Calypso, Mandarinorange und Calypso auch noch. Und lasse jetzt die Zeit ein bisschen laufen, dass es für euch nicht zu langweilig wird. Okay, und somit ist unser Goggle fertig. Den Ausschnitt, den man danach sieht, den haben wir erwischt. Hier können wir noch ein bisschen Farbe aufbringen. So. Genau. Und da guckt ihr dann hier durch das Fenster durch. Und das gleiche machen wir jetzt mit unserer Vorderseite, mit unserem Köppelchen hier. Ne? Den stempel ich mir hier, Achtung, auf die linke Seite. Wieder mit Schokobraun. Und den male ich mir jetzt mit den gleichen Farben aus. So, und zum Schluss versuche ich dem noch ein bisschen kleines Bäckchen hinzumalen. So. Und die Füße brauchen, glaube ich, noch ein bisschen Anstrich hier. Genau. Dann streiche ich mir einfach meinen Pinsel wieder aus. Ich bin mir nicht sicher, was ihr alles seht, aber ich streiche mir den aus, bis keine Farbe mehr kommt. Fertig ist es, bis zum nächsten Mal. Wirklich super gut in der Bedienung, einfach und, also ich finde es brillant. Voll cool, was es alles gibt. Ich räume schnell die Stempel auf. Unser Huhn ist fertig. Und das Innere ist schon trocken. Und das können wir jetzt noch schnell die Ränder abradieren. Jetzt kann es weitergehen. Jetzt haben wir eigentlich eh schon das meiste geschafft von unserer Karte. Jetzt klebe ich mir einfach noch diesen Rahmen hier auf mit Dimensionals, dass sich das ein bisschen abhebt. Und jetzt klebe ich mir das hier schön an. Es muss oben anschließen und unten und rechts und links soll ungefähr der gleiche Abstand sein. Ja, so passt es gut. Wird das einfach angeklebt und jetzt gucken wir, ob es funktioniert. Oh yes, it's magic. Isn't it? Es ist fantastisch. Noch einmal was so Schönes. Hello, I'm a little chick. Okay,
genug Quatsch gemacht. Jetzt kommt unser kleines Fähnchen, das wir aufkleben. Auch hier habe ich hinten einfach einen halben Dimension drauf gemacht. Und klebe mir das hier unten schön hin. Viel Glück, bisschen tief. Viel Glück natürlich. Und genau, jetzt haben wir schon sehr viel geschafft. Jetzt müssen wir nur noch unsere Bordüre machen. Dafür brauchen wir einfach unseren Streifen. Ich mir das hier so an. Es soll nicht zu eng sein. Also man soll es schon, macht es, also es gibt ein bisschen Gefühlssache, macht es nicht so eng, aber auch nicht zu locker hin. Also ich lege mir das einfach nur hin und biege mir das rüber. Und das Einzige, auf was ihr achten müsst, ist, dass es einigermaßen gerade ist. Dass die beiden so gerade aufeinander laufen und dass es so locker zum Schieben geht. Und das klebe ich mir jetzt wieder mit dem Klebeband zusammen, mit dem Abreißklebeband. Mache ich hier einfach zwei so Streifen hin. Und dann gucke ich noch von der Länge, wie lang es ungefähr sein soll. Schneide mir das zurecht und schneide mir hier noch so ein Fähnchen. Dann testen wir gleich mal, ob es drauf passt. Super. Ja, ich habe es ein bisschen zu locker gemacht. Aber ihr kriegt das hin. Ich habe vorher vergessen, das zu sagen. Ihr habt da noch ein bisschen Rest übrig von eurem Papier. Und da habe ich mir einfach ein Stück genommen, das ein bisschen länger ist als der Kreis. Und da mache ich mir auch noch so ein Fähnchen an jeder Seite. Zuallerletzt, bevor wir alles zusammenkleben, stempeln wir noch mal ein bisschen. Wir haben hier noch das Ei und den Spruch, nicht von der Stange, nur für dich. Und dieses kleine Ei. Ich stempel mir jetzt das Ei in Savanne. Und bevor ich das Ei stempel, stempel ich mir unbedingt den Spruch. Das habe ich nämlich schon ausgecheckt. Das mache ich in Schokobraun, den Spruch. Der kommt ziemlich weit unten auf das Kreuzchen. Nicht von der Stange und nur für dich. Und dann stempel ich mir noch das Ei drauf in Savanne und ich möchte es ein bisschen heller haben und deswegen stempel ich mir das einfach einmal auf dem Schmierpapier ab und dann hier oben drauf. So. Und dann habe ich jetzt noch zu guter Letzt die Stamping Marker. Einmal Mandarinorange, Schokobraun und Savanne und mit dem male ich jetzt noch ein bisschen das kleine Ei an. Ich mache dem nämlich Augen. Einfach so. Sieht man das? Und zwei Augenpunkte. Augenpunkte heißt es so. Zwei Pupillen. Und eine Nase. Also ein Schnabel eigentlich beim Küken. Ne? Einen lachenden Mund. So haben wir ein besonders süßes kleines Küken. Und dann kann das Ganze schon zusammengeklebt werden. Ich nehme schnell das Abreißklebeband. Auch hier könnt ihr euch das Fähnchen noch mal kurz übers Falzbein ziehen, dass es noch so ein bisschen Schwung kriegt, ne? Oh, ist immer gut.
Und das kleben wir uns noch mit ein. Diamond Channel hinten drauf. Auf unsere Karte auf. Und was sagt ihr dazu? Das ist doch echt eine süße Karte, oder? Also ich finde, die Karte ist super, super süß. Hat was ganz Besonderes. Macht richtig Spaß. Ich kann gar nicht genug kriegen davon. Dass uns hier das Küken entgegenlacht. Oder der Gockel. Wie versprochen kommen jetzt noch ganz viele andere Arten von diesen Karten. Und was ich jetzt noch versprochen habe, ist natürlich zu erklären, wie ich so eine Karte gemacht habe, wo ich noch keine Big Shot hatte. Ich zeige euch jetzt mal die hier. Und da habe ich es einfach so gemacht. Da habe ich mir dieses Viereck in der Mitte einfach mit dem Papierschneider ausgeschnitten. Dass ihr dann Rand frei lasst und dann einfach mit dem Papierschneider, ihr wisst es, mit der Nase anlegen, runterschneiden, drehen, so ausschneiden das Viereck. Also das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Also das ist eine Variante mit Schmetterling. Dann habe ich hier eine Variante mit Luftballons als Deko. Dann haben wir hier noch eine Variante in Grün. Da sind die Designerpapiere außen ein bisschen kleiner. Mit Blümchen. Und hier habe ich noch zwei blaue. Ich habe auch noch Gelb und alles Mögliche. Wie gesagt, ich habe da ziemlich viele Karten darin, davon schon mal vor längerer Zeit gemacht und ich finde die total schön und wollte euch die mal zeigen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbauen, beim Nachbasteln. Es rentiert sich wirklich, sich da kurz hinzusetzen und die Karte zu probieren. Es macht richtig Spaß. Ihr habt es gemerkt, ich kann gar nicht genug davon kriegen, die Karte auf und zu zu machen. Für Kinder ist es auch total interessant. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal natürlich gerne abonnieren und werdet immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich habe auf aktuellem Stand 40 Abonnenten und freue mich total darüber. Und ich freue mich natürlich, wenn es noch mehr werden. Also abonniert gerne, es freut mich richtig. Ich gucke da immer mal wieder rein und schaue, wie viele schon ganz gerne meine Videos anschauen. Ich wünsche euch eine richtig gute Zeit. Wir sehen uns am Mittwoch wieder, weil wir haben März und am Mittwoch kommt das nächste Tipp-Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.